Hallo und herzlich willkommen zurück bei Frostpunk. Wir haben die erste heiße oder eiskalte Kälteperiode fast hinter uns gebracht. Es wird bald wieder ein bisschen wärmer werden. Wir haben die ersten Verluste zu verzeichnen gehabt. Wir haben 4 Leute verloren. Aber wir hatten auch einen Erfolg. Wir haben unsere Scouts losgeschickt und die haben uns eine Menge Ressourcen gebracht, sowohl an Nahrung als auch an Holz. Außerdem ist die Forschung vorangekommen. Wir haben mittlerweile das Sägewerk erforscht und sind jetzt dabei, das Kohlewerk erstmal zu erforschen. Und werden danach bessere Gebäude erforschen, damit es hier wärmer wird für unsere Leute. Außerdem haben wir die medizinische Versorgung verbessert. Wir haben hier immerhin schon 2 Sanitätshäuser. Derzeit fehlen uns die Kranken. Was ich jetzt gar nicht so schlimm finde. Hier, das ist voll. Hier, wir haben hier noch für 2 Tage einen Ingenieur, ein Kind und einen Arbeiter. Und für 14 Tage noch einen Ingenieur und ein Kind. Und für 15 Tage sogar. Und hier noch einen Tag diesen Arbeiter. Die Asa Haley kommt. Und hier haben wir noch für 2 Tage die 3. Das geht alles, ne? Also hier sieht es ganz gut aus. Wir haben natürlich leider Gottes auch einen Ingenieur verloren. Das ist sehr schade. So, was ich mir jetzt überlegt habe, ist, wir bauen ja hier diese Straße. Wir haben auch hier eine, ich weiß. Ich würde aber ganz gerne eine Straße zurückbauen. Bringt uns ein paar Ressourcen. Warum? Wir haben hier die Jagdhütte. Die können wir hier verbinden mit einer Straße hierüber. Hier werden sowieso im zweiten Ring noch reichlich bauen. Und hier haben wir nur Holz. Nur ist gut, aber eben Holz. Das haben wir hier aber auch. Und wir haben hier eine Straße, die ich eigentlich auch bestehen lassen möchte. Weil wir ja auch hier Holz haben. Und wir haben hier noch Stahl. Und wir haben hier noch Kohle. Also derzeit bin ich am Überlegen, ob wir nicht eine Straße mal abbauen. Auf der anderen Seite können wir natürlich hier die Verbindung auch gebrauchen. Ah, es ist schwierig. Wir lassen es erstmal. So, wir werden von hier aus nicht an beide Kohleressourcen rankommen, das ist mir schon klar. Ich schau mal eben die Sammelstelle. Wo muss die stehen, damit sie an beide rankommt? Hier. Hier muss sie stehen. Und ich habe jetzt keine Ahnung, ob ich die gut platziere. Damit hat die scheinbar gar nichts zu tun. Ist aber auch egal, ich reiß die wieder ab, wenn sie nicht gut platziert ist. Ich will die jetzt erstmal hier platzieren. Damit wir die Ressourcen hier abgebaut bekommen, die Kohle.
Das ist mir, darum geht es mir eigentlich jetzt erstmal. Hier haben wir noch eine Sammelstelle, die sich hier um kümmert. Leute haben wir genügend. Dann mal los. Wir haben es 0 Uhr. Es wird jetzt gerade geschlafen. Dann würde ich sagen, die brauchen noch 3,5 Stunden. Das muss alles erst noch gebaut werden. Wir geben mal ein bisschen Gas und lassen mal die Zeit ein bisschen voranschreiten. In der Hoffnung, wir haben 8 Kranke. In der Hoffnung, dass es 9, mein Gott. Die Späher sind angekommen. Vermisste Expedition. Der Rest unserer Leute hat hier ein Lager aufgeschlagen. Zu erschöpft, um weiterzugehen. Wir sollten sie zu unserer Stadt eskortieren. Ein glückliches Wiedersehen. Wir betreten das Lager, das sich aus dem Schneesturm vor uns auftut. Aufgeregte Stimmen begrüßen uns. Dem Allmächtigen sei Dank. Ihr habt uns gefunden. Wir sind seit Tagen umhergewandert und hätten nicht weiterlaufen können. Wir fingen langsam an zu verhungern. Kinder und Erwachsene umringen uns, ihre Sachen gepackt und bereit aufzubrechen. Wir haben die düstere Höhle und einen robusten Schutzraum entdeckt. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, die Überlebenden zur Stadt zu eskortieren. Späher setzen sich geschwind in Bewegung, um die Überlebenden sicher zu unserer Stadt zu geleiten. Dann bekommen wir 4 Kinder, 9 Ingenieure und 22 Arbeiter. Die können wir in jedem Fall gebrauchen. Wir können natürlich auch sagen, geht mal zu unserer Stadt, die Richtung, da kommt er schon hin. Dann ist die Frage, kommen die alle an? Wir eskortieren sie zur Stadt. Ich möchte gerne, dass alle sicher ankommen. Wir brauchen dafür 5 Stunden. Und 24 Minuten, auf geht's. So. Hier weiß man noch nichts von diesem großen Glück. Und wir haben ja eine Menge Holz, aber wir werden bestimmt jetzt dadurch, dass ja auch noch Bevölkerung dazu kommt, einiges benötigen. Die Straße befindet sich im Bau, das ist gut. Essen haben wir genügend. Na, wir könnten ein bisschen was noch umwandeln. Ne? Mach mal an. Es wird wärmer. Gott sei Dank. Das bedeutet, es wird schlagartig hier auch besser. Das ist doch schon mal was. Jetzt müssen wir natürlich noch den zweiten Ring dann ausbauen, also bessere Unterkünfte schaffen. So, hier wird die Suppe gekocht, die Werkstatt forscht. Hier ist auch alles an, das bleibt auch an. Das ist der Friedhof. Die
die Sammelstelle. Ich muss darauf daran denken, dass wenn ich die Sammelstelle, also wenn Feierabend ist, dass ich überall wieder die Heizkörper ausstelle. Jetzt darf er an sein. Der Kohlegenerator ist erforscht. Hervorragend. Wir bauen erstmal natürlich drumherum alles ab und werden dann anfangen, Sägewerk und Kohlegenerator dann auch zu bauen. Jetzt würde ich ganz gerne, wir haben genügend Holz, die Baracken erforschen. Darum geht es mir vor allem. Und unsere Späher sind zurück. Ah, wunderbar. Ich habe 22 Arbeiter, 9 Ingenieure, 4 Kinder. Du kannst die Spähgruppe bei der Signalstation auflösen oder sie zurück ins Frostland schicken. Ja, wunderbar. Große Wiedersehensfreude, das soll wohl sein. Das freut mich. Es ist herzerwärmend, Familien nach so viel Elend wieder vereint zu sehen. Aber sollte es in der Nähe nicht noch eine andere Siedlung geben? Die erste Expedition haben London vor langer Zeit verlassen. Sie sollten sich inzwischen etwas aufgebaut haben. Sie werden uns bestimmt helfen, Fuß zu fassen. Wir werden natürlich nach den anderen suchen. So, wir haben jetzt noch 27 Arbeiter, 9 Ingenieure und 16 Kinder. Als erstes werden wir hier noch einen Ingenieur reinpacken. Dann sind wir da optimal bestellt. Wir brauchen Unterkünfte. Wir brauchen unbedingt Unterkünfte. Wir haben 31 Obdachlose. Wir brauchen also noch 4 Unterkünfte. Das werden Zelte werden natürlich. Kann ich nicht. Ah, das ist so scheiße aufgebaut von mir hier. Heieieiei. Ich mach mal einen Versuch. Wenn ich die Straße zurückbaue, ob ich dann. Es bringt mir ja nichts. Ich müsste die hier zurückbauen. Die dann, ja, die rutschen dann, ob die dann hier, na, die Überlegung ist, ob die dann vielleicht hier wieder so ranrutschen irgendwie. Denn ich muss noch 4 Zelte bauen. Die kann ich jetzt nur im zweiten Ring bauen. So, und wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich baue hier eine Straße und reiße die hier ab.
Es funktioniert alles nicht so, wie ich mir das vorstelle. Naja, zumindest insofern. Ne, es hat überhaupt keinen Sinn gemacht. Weil das Gebäude ja so weit vorsteht hier. Ich hätte die beiden nebeneinander bauen müssen. Ja. Die beiden Gebäude hätten nebeneinander gehört. Dann hätte ich hier noch was gewonnen. Ah, ist das ärgerlich. Na, also wenn die jetzt direkt nebeneinander wären. Dann könnte ich hier noch was hinbauen. Dann hätte ich jetzt hier auch natürlich nur die zwei Zelte, könnte aber hier zwei weitere bauen, was ich jetzt nicht kann, was mich echt ärgert. Ich kann das Zelt, na, das könnte ich, jetzt hier noch zwei hinbauen. Warum habe ich denn hier so viel Platz gelassen, ich Blödmann? Boah! Ja, Entschuldigung, es ist echt der. Man merkt, es ist mein erster Versuch. Hier kann ich auch nichts dazwischen bauen, weil die Straße da ist. Boah, ich habe so viel Platz verschenkt, ne? Das ist echt nicht zu glauben. Müssen wir es da einsetzen. Dann haben wir die vier Zelte. Wir müssen hier jetzt noch Straßen bauen. Die habe ich jetzt abgerissen, clevererweise. Wir werden das, wenn wir mal richtig Rohstoffe über haben, werden wir das komplett Kohlegenerator. Unsere Leute haben einen Pfad gefunden, der in die Wildnis führt. Wir sollten ihm folgen. Wir müssen andere Leute finden, um sie um Hilfe bitten, um unser Überleben zu sichern. Ich habe euch gar keinen Auftrag gegeben. Ui, sorry. Gut, das ist hier der robuste Schutzraum. Da geht die Story weiter. Da waren wir schon. Was haben wir denn hier? Wir haben hier die Sternwarte. Dieses eigentümliche Gebäude muss die arktische Sternwarte sein, welche die königliche Gesellschaft erbaut hat, um den ewigen Winter zu studieren. Eine Rauchwolke liegt darüber. Und hier haben wir eine düstere Höhle. Am Hang ist eine dunkler Höhleneingang zu erkennen. Wir glauben, eine schwache Rauchwolke gesehen zu haben. Aber jetzt ist sie weg. Gut. Da brauchen wir 20 Stunden. Da brauchen wir 21 Stunden. Da brauchen wir 22 Stunden. Okay, da waren wir. Dann würde ich sagen, fangen wir mit der düsteren Höhle an. Einfach, weil es am nahesten ist, am nächsten liegt. Ne? Dann das ist noch eine Stunde mehr. Auf zu der Höhle. Das ist die einzige Begründung. Es ist halt nah. So, wir haben jetzt erstmal dafür gesorgt, dass alle die, die wir jetzt dazu bekommen haben, versorgt sind. Die Forschung läuft. Wunderbar, damit wir das Ganze aufstocken können. Wir haben noch immer
Leute zur Verfügung. Was haben wir hier? Ist nicht mit dem Generator verbunden? Der wird doch hier gebaut. Oder? Die müsste doch jetzt hier gebaut werden, ja. So. Straße ist verbunden. Wir haben jetzt 10 Leute drin. Fertig. War jetzt ein bisschen doof, ich weiß, aber insgesamt finde ich es gar nicht so schlecht, weil wir jetzt hier wirklich hier an dieser Straße entlang richtig gut was dran bauen können, wenn wir das wollen. So, wie sieht es denn hier aus? Wir haben hier noch, ach, hier haben wir den Friedhof. Wir haben hier noch 8 Stahltrümmer und hier haben wir noch 75 Holz, das war's. Dann werden wir das auch bald abbauen müssen. Hier haben wir noch Kohle. Das würde ich sagen, machen wir aber erstmal hier. Und vor allem würde ich auch sagen, wir bauen dann hier. Wir brauchen nämlich eins. Was hat denn da so gedonnert? Wir brauchen auf jeden Fall, wir brauchen Holz, nach wie vor. Ja. Rohstoffe, das Sägewerk. Jetzt überall nicht. Natürlich brauchen wir da eine Straße, ne? Was ist denn hier? Okay, das würde, also wir dürfen es nicht da direkt drauf bauen, dann würde es was zerstören. Hier können wir es hinbauen, allerdings, na, das Problem ist keine Straße. Dann würde ich sagen, bauen wir mal hier die Straße hoch. Bis dahin und dann schließen wir da das Sägewerk an. Ja, von hier aus kommen wir dann auch hoch und kriegen dann auch Kohle. Hier haben wir auch noch eins, wo hier können wir also auch noch. Stahltrümmer sind erschöpft. Alles klar, dann müssen wir darüber. Denn Stahl haben wir jetzt nicht so. Da sind wir jetzt nicht so. Was ist denn hier? Warum wird denn hier die Schicht dann mit dem Reißbretter erforscht? Und jetzt bitte die Baracken. 20 Holz, 10 Stahl. Ja, bitte. Mit dem Generator verbunden. Okay, müssen wir die auch noch darunter bauen? Ah,
Hat hier enorm viel gebracht, die Straße einzureißen, ne? Was? Wieso verhungern? Ich habe 211 Essensrationen. Beheizen wir einige Unterkünfte? Drei, was? Ich kann die gar nicht beheizen. Oh Gott, ich habe was versprochen, was ich gar nicht kann. Da war ich jetzt... Betrieb stoppen. Da war ich jetzt etwas zu forsch. Stelle mindestens erträgliche Lebensbedingungen in den Unterkünften her. Habe ich vor. Also jetzt müssen wir es mal eins machen. Stopp mal. Warum hier jemand verhungert, ist mir ein Rätsel, muss ich ganz ehrlich sagen. Isst und geht essen. Na bitte, geht doch. Na, weil wir haben 188 Nahrung. Da kannst du eigentlich nicht unbedingt verhungern. So. Dann. Das ist das Vorratslager. Das klappt alles. Hier haben wir unsere Zelte. Die werden wir verbessern, indem wir dort Baracken rausmachen werden. Sind wir dabei zu erforschen. So, hier können wir im Moment ausmachen, wird nicht benutzt. Können wir im Moment ausmachen, wird nicht benutzt. Die sind unterwegs. Können wir im Moment ausmachen, wird nicht benutzt. Der Friedhof muss nicht beheizt werden. Und das wär's. Ne? Wir haben nur zwei. Dann bauen wir mal tatsächlich. Holz. Kohle haben wir genug. Wir brauchen Stahl. Da haben wir zwar noch 67. Das ist bald abgebaut alles. Wir bauen. Für 10 Holz. Eine Straße hier rüber und werden dann dort noch eine Sammelstelle bauen. Das werden wir tun. Ich habe die Befürchtung, dass wir über kurz oder lang ein Nahrungsmittelproblem bekommen. Ich glaube, wir sollten mal noch die holen jetzt 20 rein, ne? Das reicht nicht für alle. Da kriegen wir nur 80 mit. Wir haben aber 111. Haben noch 32 Arbeitslose. Gut, wir hier, wenn wir noch 10 reinbauen, dann haben wir immer noch 20. 5 setzen wir hier rein. Dann haben wir immer noch 17.
Ingenieure haben wir auch noch, also werden wir noch eine Jägerhütte bauen. Das werden wir tun. Im Moment können wir es uns leisten. Und da wir hier eh nicht hinkommen, so, hier kommt noch eine Jagdhütte. Dann haben wir, wenn die denn auch 20 bringt, da hätten wir 40 am Tag. Und mit 40 am Tag, auch wenn wir daraus eben nur Suppe machen, haben wir auf jeden Fall genug Nahrung, um alle zu ernähren. Und das ist erstmal das Wichtigste, Amputierte. Erste Amputation. Wir mussten amputieren, um das Leben dieses Patienten zu retten. Leider ist er jetzt nicht mehr imstande zu arbeiten. Zieh das Pflegeheim oder das Prothetikgesetz in Erwägung. Was wäre das? Pflegeheim. Die Schwerkranken und Amputierten werden in speziellen Heimen zu niedrigen Kosten gepflegt. Nach Einführung dieses Gesetzes kann nach... Okay. Pflegeheim. Die Schwerkranken werden gepflegt, belasten nicht mehr die Sanitätsstationen. Die Bewohner von Pflegeheim essen nur die Hälfte. Die Hoffnung steigt gleich, du musst ein Pflegeheim bauen, aber ich möchte das da machen. Was wäre die Alternative? Was haben wir denn hier? Um die Genesung zu beschleunigen, okay. Die Kapazität verdoppelt sich. Ich glaube, wir werden ein Pflegeheim bauen. Und das hier mit den Zusatzrationen finde ich auch gut. Ich versuche das durchzuziehen. Ich versuche, meine Leute gut durchzubringen. Wow, das wird echt spannend. Ich hoffe, es gefällt euch auch. Wir sehen, wie es weitergeht in der nächsten Folge. Pflegeheim müssen wir jetzt auch noch bauen. Naja, gut, ich werde mich bemühen. Wir müssen es in jedem Fall den zweiten Ring bauen. Das wird spannend. Ich hoffe, ihr bleibt dabei und drückt mir weiterhin die Daumen, dass ich irgendwie hier klarkomme. Ich bin noch längst nicht sicher, dass ich das schaffe. Aber ich bemühe mich weiter. Bis dahin sage ich erstmal vielen lieben Dank für alle, die dabei sind und dabei bleiben. Ich freue mich über jeden Einzelnen. Lasst mir ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Ihr dürft mich auch gerne abonnieren. Vergesst nicht, die Glocke zu drücken, damit ihr weitere Folgen erfahrt, über weitere Folgen informiert werdet. Schaut auch die anderen Let's Plays an und habt einfach eine gute Zeit. Macht's gut, bis dahin, ciao, euer Alien.